Ich werde es sein, der ihn findet. Wart's nur ab. Er muss hier doch irgendwo sein. Ich glaube, ihr habt ein paar Stellen übersehen. Wonach suchen diese Männer? Nach meinem Kamm. Wer ihn findet, gewinnt einen Abend in meiner Gesellschaft. Willst du mitmachen? Ich glaube, das ist deiner. Stell die Suche ein. Die Gewinnerin hat meinen Kamm gefunden. Gut, der Preis dafür, meinen Kamm zu finden, ist etwas Zeit mit mir. Ein Spaziergang oder auch mehr, wenn unsere Unterhaltung es nahelegt. Verstehe. Nach dir. Du wirkst anders als die, die sich sonst auf mein Spiel einlassen. Du hast eine Schwere und eine Zartheit. Zartheit? Die anderen sind wie Keulen, stumpf und plump. Du bist graziler, wie ein Messer. Ist dein Verlangen so stark, dass jede Dahergelaufene dir genügt? Einst war ich verheiratet. Mein Alfie ist vor 5 Wintern gestorben. Unsere Ehe war perfekt. Ich brauche keine neue. Doch soll ich den Rest meines Lebens ohne Liebe und Zuneigung verbringen? Ich denke nicht. Und der Kamm? Ob Kamm, Brosche oder Armreif, ist egal. Solange ich es verlieren und eine helfende Hand es finden kann. Schon etwas Interessantes erlebt dabei? Einmal dachte ich, derselbe Mann wäre mir 3-mal begegnet. Da hatte ich Angst. Doch es waren Drillinge. Wenn dieser Kamm dir nichts bedeutet, was soll ich damit tun? Behalte ihn. Kämm dein Haar. Oder lass es von mir kämmen, wenn du magst. Mein Haar kämmen? Ist es das, worum sich diese Männer streiten? Ich könnte mehr tun. Ich könnte alle Knoten und Spannungen finden und sie lösen. Wenn du willst. Meine Schultern sind verspannt und mein Haar ist struppig. Diese Knoten könnten eine zarte Hand gebrauchen. Dann lass mich. Zarte Berührung, harte Stimme. Das hat Spaß gemacht, Eivor. Behalte den Kamm als Erinnerung. Danke, Biel. Du hast Knoten gelöst, an die ich selbst nicht herankomme. Abkömmling der Trolle. Gib Acht, sonst holt dich der Fluch! Hier schwelt dunkler Seder! Ein Unheil vergiftet dieses Land! Was ist das für eine Gefahr, vor der du warnst? Irgendein Wesen, das du jagst? Meine Beute ist das schlimmste Tier von allen. Es vollbringt heimtückische Taten, zu denen kein gewöhnliches Tier fähig wäre. Also jagst du einen Menschen? Einen Zauberer. Einen, der sich einst Mensch nannte, aber der seinen Huger und sein ganzes Wesen mit dunklem Seder verdorben hat. Das klingt mir sehr nach einer persönlichen Fehde. Diese boshafte Spinne, die in dieser Hütte hockt, hat meine Schwester vergiftet. Allein dafür verdient er den Tod. Aber für dich ist vielleicht das Kopfgeld überzeugender, das König Harald auf alle Zauberer ausgesetzt hat. Geld kann überzeugen, wo Leidenschaft fehlt.
Ich werde es gegen den Aufwand abwägen. Die Hütte des Zauberers findest du entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Bist du der Zauberer, der dieses Land verflucht haben soll? Auf diesem Land lag schon ein Fluch, lange bevor ich herkam. Der Fluch der Rückständigkeit, der ganz Midgard verseucht. Also setzt du keinen Seder gegen dieses Land und seine Leute ein? Ich setze mein Wissen ein, um anderen zu helfen. Ich bin nur eine Bedrohung für die, die Unbekanntes fürchten. Davon gibt es viele. Da ist ein Jäger, der sagt, du hättest seine Schwester vergiftet. Ich wollte sie retten. Ich hatte einen Trank, der ihre Krankheit gelindert hätte. Doch er hat sie lieber in Schweineblut gebadet. Wenn wer die Schuld trägt, dann er und seine rückständige Familie. Er hat seine Schwester getötet. Hör nicht auf ihn. Er wird deine Gedanken vergiften. Du hast nicht mal Gedanken zum Vergiften. Ja. Hör nicht auf ihn! Er wird deine Gedanken vergiften! Du hast nicht mal Gedanken zu vergiften! Stirb, Monster! Zu Hehl! Halt! Männer wie er sind gefährlicher als jeder Zauber. Sie töten Wissen. Du kannst sein Hab und Gut nehmen. Seine Leiche schenke ich dem Land. Muss ich mich zu Tode schinden? Wie kann ich Ehre an mich binden? Unbemerkt kamst du von hinten. Bist du ein Skalde? Ich habe noch nie jemanden so Verse rufen hören. Ein Skalde? Oh nein, gar nicht. Ich suche nur nach Ehre und bin dabei vom Weg abgekommen. Hier suchst du nach Ehre? Ein ziemlich entlegener Ort. Ich bin der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Von mir wird erwartet, meiner Familie große Ehre zu bringen. Aber alles ist schon getan. Meine Onkel und Brüder haben alle große Siege errungen und noch größere Tode. Für mich ist nichts mehr übrig, was ich tun könnte. Die Götter erhören meine Gebete nicht. Aber du bist hier. Also willst du einen großen Sieg von mir oder einen großen Tod? Nein, ich will leben. Und einen Kampf gegen dich würde ich niemals überstehen. Das ist wahr. Aber vielleicht könntest du mich zu einem Sieg führen. Ich kann dir ansehen, dass du kein großer Krieger bist. Das weißt du auch. Es gibt keinen Grund, das zu leugnen. Aber ich könnte dir eine Gelegenheit verschaffen. Irgendein Tier, das auch du bewältigen kannst. Ja, ja, das könnte klappen. Ich könnte ein paar Einzelheiten dazu dichten. Nichts Abwegiges. Skalden machen das so. Bist du also doch ein Skalde? Rühre dich nicht von der Stelle. Ich mache das nur einmal. Ich werde hier sein. Bei meiner Ehre. Erlange deine Ehre. Von Namen wirken sie viel größer. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Komm, Alan. Die Ehre ruft. Auch kleine Verzweiflung. Geh zu deinem Gott. Ich habe es geschafft. Tatsächlich. Was für ein Kampf! Du hast ein paar Treffer gelandet. Wie war dein erster Sieg? Götter! Nie fühlte ich mich so lebendig! Mein Huga steigt auf Rabenschwingen auf! Diese Wiedergeburt bringt dir auch einen neuen Namen. Von heute an heißt du Erlend Wolfschlechter, der Hundebezwinger. Das passt zu mir. Weißt du, jetzt da ich darüber nachdenke, meine Geschichte sollte im Versmaß erzählt werden. Leb wohl, Bestienköder! Erlend Wolfschlechter, hört meinen Namen und erzittert! Flieht und versteckt euch im Unterholz, ihr Wölfe! Erlend Wolfschlechter!
Reichtum vererbt, Freunde sterben. Aber diese Relikte sind für die Ewigkeit. Willkommen, Kriegerin. Sulkes Silberzunge bietet Wundersames aus allen neuen Welten. Seltene Dinge, unbezahlbare Artefakte. Und doch lässt du dich dafür bezahlen. Alles hat seinen Preis. Und ich verlange nur einen Bruchteil ihres Werts. Wie wär's mit einem Teil vom Kreuz Christi? Schlangenhaut aus Ragnar Lodbrocks Todesgrube. Diese Dinge sehen nicht sehr beeindruckend aus. Wie dieser alte Schuh. Der gehörte einst dem ersten christlichen Papst. Oder war's ein Heiliger? Jedenfalls bringt er den Segen ihres Gottes. Den werden sie bei so einem Schuh auch brauchen. Und was ist das für ein alter Lederriemen? Ein Schildgurt des Helden Sigurd. Er verlor ihn im Kampf gegen das große Untier. Ja, meine Mutter hatte einen, der so bestickt war. Und was ist mit diesem Helm? Das war der Helm, den Halfdan der Schwarze trug, als er im Kampfe starb. Er wird dich schützen und gute Ernte einbringen. Das ist eine Lüge. Das ist der Helm meines Vaters Varin. Er trug ihn in der Nacht, in der er starb. Ey, Eivor? Jetzt erkenne ich dich. Sulke, die Schlange. Das sind Dinge aus meinem alten Haus. Wie viel Silber hat Qtvi dir bezahlt, um uns zu hintergehen? Kein Silber, so war es nicht. Ich war in dieser Nacht da, aber ich habe nicht für Qtvi gekämpft. Ich bin geflohen. Feigling, ich sollte dich niederstrecken. Nein! Worte halten mich nicht auf. Meine Sache! Rückzeug! Bei Thors Hammer, es ist Eivor, der Drache der Nordmeere. Macht Platz für Eivor, Schrecken der westlichen Küsten. Rolf, oder? Waren wir nicht einmal zusammen an der Nordküste auf Raubzug? Schön, dass du dich erinnerst. Es war das erste Mal, dass Dürbjörn uns so weit wegfahren ließ. Und Sigurd schimpfte, weil er deinen Anteil für zu groß hielt. Plünderst du immer noch in deinem Alter? Wir müssen nehmen, so viel wir können, ehe Harald in ganz Nordwege das Sagen hat. Aber ich plane nur noch. Die Arbeit überlasse ich anderen. Tatsächlich suche ich nach einem Anführer für meine Mannschaft. Ich würde dir gern helfen, aber ich habe jetzt selbst eine Mannschaft. Ich meinte nicht dich, aber ich könnte deine Hilfe bei der Auswahl gebrauchen. Ich habe ein paar ausgewählt, die es zu prüfen gilt. Zu prüfen? Wie? Wenn du jemandes wahren Charakter sehen willst, musst du ihn kämpfen sehen. Zeig mir, wen du hast. Meine Mannschaft ist unten am Hafen, meist Einheimische. Sogar ein paar abenteuerlustige Bauern. Wie schneiden sie im Vergleich zu mir und Sigurd ab? Das ist kein Vergleich. Du hast dir einen Namen gemacht, Eivor. Man redet an der ganzen Küste über dich. Gut oder schlecht? Kommt darauf an, mit wem du redest. Meistens gut. Sei unbesorgt wegen der anderen. Nein, die sollten wegen mir besorgt sein. Das ist meine Kriegermannschaft, Eivor. Was ihnen an Erfahrung fehlt, gleichen sie anderswo. Zusammen werden wir diese Fleischklumpen zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Zu Kriegern. Und wer von diesem traurigen Haufen soll die Führung übernehmen? Siehst du den Großen da, Oddbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Arshild die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Thorgils. Rolf, wen hast du denn da? Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt ihn dir jemand ein. In Ordnung. Er ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Und das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werde ich schon fertig. Willst du gegen alle gleichzeitig kämpfen? Warum nicht? Raubzüge sind pures Durcheinander. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regeln. Prüfe sie, aber tu ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Hört zu, das ist Eivor Wolfsmal. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, als ihr je kennenlernen werdet. Eivor Wolfsmal, ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Nicht töten, nicht verstümmeln. Sonst gibt es keine Regeln. Verstanden? Ich wäre Kämpft!
Das genügt! Habe ich gewonnen? Nein, doch du hast gut gekämpft. Und hast gute Aussichten. Ich hätte lieber etwas Met. Weißt du jetzt, was du wissen wolltest? Ja, hätte nicht gedacht, dass Torgils es schafft, aber er ist so ein Dickschädel wie sein alter Herr. Warte, das ist dein Junge? Der kleine Thor? Der ging mir früher kaum bis zum Bauchnabel. Er ist groß geworden und jetzt wird er mir alles nehmen wollen. Aber so sind Kinder nun einmal. Hier etwas Silber für deine Mühen und ein bisschen obendrauf. Weil ich dich und Sigurd damals übers Ohr gehauen habe. Viel Glück! Áfram! Kom nú! Berjast á móti! Láttu þér eigis! Áfram! Berjast á móti! Was sehe ich da für ein kleines Kind? Ich? Ach, tut mir aufrichtig leid. Du bist kein Kind, du bist nur ein großer Kindskopf. kennen wir uns? Ich weiß jedenfalls, dass du ein Jämmerling bist. Und über mich musst du nur wissen, wie gut ich gebaut bin. Warum sprichst du denn so mit mir? Das ist Spottstreiten. Darin habe ich nicht eingewilligt. Nun, wollen wir einen Spottstreit beginnen? Sehr gern. Hier ist mein Einsatz. Jetzt kann es losgehen. Hast du schon jemals so starke Muskeln gesehen? Scheint mir eher, als würde ein Schwein vor mir stehen. Nicht nur bin ich sehr stark, ich sehe auch gut aus. Nein, für dieses Gesicht kriegst du keinen Applaus. Das ist fantastisch. Nur weiter so. Trafst du jemals schon wen mit so schnittigem Schneid? Du hast Schneid wie eine Keule. Bist einfach nur breit. Brutal. Das gefällt mir. Großartig. Selten trifft man einen so zankesbegabten Mensch. Deinen Gewinn hast du dir zankredlich verdient. Deine Beleidigungen merke ich mir. Äußerst gern geschehen. Willkommen, Reisende, an unseren fruchtbaren Küsten. Ich hätte nicht erwartet, auf dieser Insel jemanden vorzufinden. Und warum nicht? Das ist Englerland, die Heimat von Sachsen und Dänen. Unsere Küsten stehen für Handel offen. Englerland? Das hätte ich mir anders vorgestellt. Viele aus Nordwege bringt die Reise aus der Fassung. Aber zum Glück hast du mich, um dich zu leiten. Ich kenne das Land besser als meinen Sohn. Geht es dir gut? Mein Sohn treibt sich mit den Pikten nördlich vom Hadrianswall herum. Wer weiß, was sie für Pläne ausbrüten. Oder was für Leute sie schicken würden, um mich auszuspähen. Du meintest, du wolltest mich herumführen? Natürlich, ja, herumführen. Folge mir. Hier ist Lunden, die Stadt, die vor langer Zeit von Römern erbaut wurde. Solche Baukunst haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Man muss wohl mit dem arbeiten, was man hat. Das sind die Klippen von Dofras, bekannt für ihre Schwalben. Jovik oder auch Jorvik, die dänische Handelsstadt. Erzähl das nicht weiter, aber König Alfred hat einen Plan für Jovik. Verstehe. Das ist der Hadrianswall. Unsere letzte Verteidigungslinie gegen die barbarischen Pikten. Es ist eine Linie, ja. Thank you.
Und die Führung endet in Winchester, im Herzen von Westsexe, wo ist König Alfred? Diese ehrlosen Pikten! Sie haben den König entführt. Wir müssen ihnen nach, nördlich des Hadrianwalls. Wo bist du, mein König? Irgendwo muss er ja sein. Keine Sorge, mein König. Ich komme. Mein König, was ist passiert? Warum sprichst du nicht? Wer in Hels Namen bist du? Warum durchwühlst du meine Sachen? Bei Thors Eiern! Warum hast du sie zurückgeholt? Er ist wieder ganz aufgeregt. Verräter, der König redet nicht mit mir. Du hast ihm die Zunge rausgeschnitten. Er hat keine Zunge! Weil du sie rausgeschnitten hast. Du bist sein Sohn. Bestärke ihn nicht noch. Sein Verstand ist welk und ähnelt dem eines Kindes. Ich brachte ihn her, um seinen Wahn zu lindern, doch es wird immer schlimmer. Ich versuch's mit Vernunft oder versuche mitzuspielen, aber er hört nur, was er hören will. Er hört nur, was er hören will. Ich wüsste, was da helfen könnte, wenn du mich lässt. Alter Mann, dein König ist von seinen Qualen ausgelaugt. Ich kann ihn reden hören, ganz leise. Er preist dich. Er sagt, er dankt... Hüsing. Er will Hüsing danken. Für seine Treue zur Krone. Was sagt er noch? Die Pikten ängstigen sich vor deiner möglichen Ankunft und unterwerfen sich der Krone, wenn du sie verschonst. Wirklich? Und sie willigen ein, täglich Tribut in Form von Essen und anderen Gütern zu zollen, um freies Geleit durch deine Lande zu erhalten. Ein gutes Abkommen und großartige Neuigkeiten. Danke. Überlasse den König nun meiner Obhut. Das wird seinen Irrglauben nur weiter befeuern. Immerhin weißt du, dass er jeden Tag etwas isst. Vielleicht lichtet sich der Nebel eines Tages. Vergib mir meine Feindseligkeit. Ich wusste, dass das Ende nicht leicht wird. Aber manchmal wiegt die Bürde sehr schwer. Was du tust, ist ehrenhaft und mutig. Und die Götter wissen das. Viel Glück für dich. Englerland scheint vereint zu sein. Die Pikten sind gute Untertanen. König Alfred ist zufrieden. Der Frieden hält. Vorerst. Zu Hause. Jedenfalls früher mal. Jetzt sind es nur noch Knochen. Hier haben Vater und Mutter diese Welt verlassen. Ich wäre mit ihnen gestorben. Ehrlos. Wenn Sigurd nicht gewesen wäre. Mutter, wenn ich deinen Anweisungen gefolgt wäre, würdest du noch leben? Hätten Vater und du gesiegt. Ich war gerne hier oben. Ich fühlte mich so erhaben wie ein Rabe. Ha! An diesem Herd sang meine Mutter mich in den Schlaf. Ihre Stimme gab mir Sicherheit. Dieses Gefühl hatte ich seitdem nicht mehr. Nicht wirklich. Ich erinnere mich noch an den Geruch. Die Vorfreude auf ein Festmahl, das ich nie essen konnte. Auf diesem Thron hatte ich Tinte vergossen. Nach all den Jahren ist der Fleck immer noch in diesem Pelz. Vater war außer sich. Dieses Zimmer, mein altes Bett, das kam mir früher viel größer vor. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Als Vater mir diesen Durchgang gezeigt hatte, war ich sehr aufgeregt. Danach habe ich beim Verstecken immer gewonnen. Quecksilber, Edelsteine,
wertvolle Dinge. Wie konnten Kjötvis Hunde das übersehen? Der nur weiß, der weit gereist und viele Fahrten tat, was in fremder Brust sich hegt, sofern Besonnenheit er sich bewahrt. Ymir wurde getötet. Jemand zu Hause? Es ist keine natürliche Stille. Es ist fast, als würde ein Fluch über allem liegen. Ermia und Ymir, wo die beiden wohl stecken? Wölfe. Das muss das Rudel gewesen sein, mit dem Ermia zu kämpfen hatte. Er wollte sie jagen. Schlimmsten Ängste wurden wahr. Aber dein Tod war nicht umsonst. Talschiff. Von Wölfen zerrissen. Niemand ist mehr auf dieser Insel. Ich sollte wieder gehen. Was ist das alles? Mein Leben. Die Früchte meiner Arbeit, allesamt. Und jetzt fehlt mir die Kraft, sie von dieser Klippe zu werfen. Du hast alles hier hochgetragen, nur um es hinunterzuwerfen? Das Pferd hat das meiste bewältigt. Nur so kann ich mein Hab und Gut in die nächste Welt schicken. Meine Kinder werden mich nicht damit begraben. Sie sagen, sie wollen nichts davon. Aber ich weiß, sobald mein Licht erlischt, verkaufen sie es. Wirst du mir deine Kraft leihen? Wirf alles von der Klippe. Je weiter du wirfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas die nächste Welt erreicht. Ah, ist das so, ja? Warum ist alles in Stroh gehüllt? Ich will nicht, dass irgendetwas kaputt geht. Da drin ist ein Bogen, den mir Halfdan der Schwarze gab, weil ich König Sigtrygg einen Pfeil unter den linken Arm jagte. Klingt nach einem guten Schuss. Thank you.
Da drin ist ein Trinkhorn, das ich von König Halfdan erhielt, weil ich bei der Entführung seiner Braut Ragnhild half. Da drin ist eine silberne Speerspitze von König Harald, weil ich Halfdans gefrorene Leiche aus dem Rönt gezogen habe. Eine großzügige Familie. Mögen die Götter dir deine Mühen mit Glück vergelten. Ja, das hoffe ich auch. Danke für deine Hilfe. Das hättest du nicht tun müssen. Freundliche und mutige Menschen führen die besten Leben. Aber ihr Weg ist nicht immer der einfachste. Ich habe versucht, gut zu leben. Es reicht, dass die Götter das wissen. Selbst wenn der Name Harek Gant in Midgard vergessen wird. Und was wirst du tun, nun da diese Aufgabe vollbracht ist? Vollbracht? Das war die Ankündigung für meine Ankunft. Jetzt verlasse ich diese Welt. Schönes Leben noch. Nach Asgard! Was? Halt! Danke! Bei Thors Hammer. Das war ein Schreck.